Die Salzburger Nachrichten berichten sehr oft über erfolgreiche Sportler. Da steht Ihr Name häufig in der Zeitung. Aber können Sie sich erinnern, wann Ihr Name das erste Mal überhaupt in Ihrem Leben in der Zeitung gestanden ist und was da berichtet worden ist? Boah, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr lang her, weil ich doch früher Skifahrer auch schon war und Fußballer und da ab und zu auch schon mal nicht so schlecht war. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, mit 6 oder 7, da wo ich halt meinen ersten, nationalen Salzburg Cup gewonnen habe, war ich halt mit dem Verein oder so in der Zeitung, aber wirklich erinnern kann ich mich daran nicht mehr. Nein. Ich glaube, das war auch in der Jugendauswahl, also mit irgendwie 14, U14. Mit dem Nationalteam auch, muss ich, glaube ich, auch ein gutes Spiel gemacht haben und war dann, glaube ich, in der Zeitung drin. Ja. Ja, das war sehr wohl eben das steirische Kinderrennen in Obdach. Das war eigentlich das erste so wichtigere Rennen, was ich damals in der Schülerzeit oder Kinderzeit damals noch gewonnen habe. Wobei, jetzt wo ich so nachdenke, ich bin früher immer als kleines Kind bei der Laufolympiade im Linz, im Linzer Stadion mitgelaufen, da waren so kleine Kinder. Da habe ich mal gewonnen. Ich glaube, da kann da irgendein Ergebnis oder so, da kann der mal drin gestanden sein. Kann sich der Sportminister erinnern, wann er zum ersten Mal im Leben in der Zeitung gestanden ist mit Namen? Kann mich eigentlich nicht so recht erinnern. Ich glaube, es war irgendwo in den Anfängen meiner polizeilichen Tätigkeit, dass ich als irgendwo namentlich ernannt wurde. Ich glaube aber im sportlichen Bereich nicht. Ich war nie der Paradesportler, also hier. Habe ich es zwar geschafft, im Fußball ein bisschen in untersten Klassen Fuß zu fassen, aber das war keine berühmte Aktion. Da kann ich mich sogar sehr gut noch erinnern. Das war bei einem Hallenturnier in Feldbach, da war ich noch bei Sturm. Und das war aber beim Konkurrenzplattel in der Steiermark, weil da gibt es ja die SN nicht. Und da bin ich als dritter Tormann geführt worden und ich war ganz stolz mit 18 Jahren. Nein, so wirklich genau erinnern kann ich mich nicht mehr, aber auf jeden Fall weiß ich schon noch, dass ich wahnsinnig stolz war bin. Das war da damals noch, wie ich in Walzell gewohnt habe, in die Volksschule gegangen bin, da hat es immer einmal in der Woche die Rieder Rundschau gegeben. Und da waren es da das erste Mal so Landesmeisterschaften, da war der Name drin, das schneidet man sich natürlich als Kind aus und ist ein Heiligtum, das gehört dazu. Ja, eigentlich schon. Ich habe mein erstes Rennen gefahren, also meine ersten Schülermeisterschaften in Vorarlberg. Das war, ich glaube, 1970 oder so. Und da bin ich auf wundersame Weise Siebter geworden und dann war ich das erste Mal mit Foto in der Zeitung vertreten. Das kann ich mir erinnern, aber ich habe den Artikel nicht mehr zu Hause. Ja, ich glaube schon. Also da wäre ich 4, 5 Jahre gewesen sein, wo in den Bezirksblättern sind ja immer Sportberichte und da wird das bei einer Clubmeisterschaft, was das Skifahren betrifft, wird da mein Name das erste Mal drin gestanden sein. Ja. Das ist eine gute Frage. War sicher deiner zuerst, ja, weil du mir 2 Jahre voraus warst im Weltcup. Ich bin seit 94 im Weltcup. Der Erfolg ist irgendwo in 95, 96 vielleicht. Aber ich konnte es nicht sagen. Meine Mama wusste das. Sie hat ja nämlich alles dokumentiert von ihren Dirndln. Ich wollte gerade sagen, da ist sicher mal ein Zeitungsartikel ausgeschnitten worden, oder? Ja, nicht nur einer. Also die Mama hat inzwischen nicht nur eine, sondern ich weiß nicht, wie viele so dicke Mappen, wo sie wirklich alles sammelt und... Schön, ja, und dokumentiert, weil ja. Selber macht man es halt nicht, gell? Mama hat eine ganze Mappen. Das hat sich auch bis heute noch nicht aufgehört. Ist wirklich lässig und ich schaue auch da sehr oft gern wieder zurück, weil es irgendwo schon ja, eine ganze Geschichte erzählt, noch nicht. Und ist schon lässig, wenn man sieht, wie sich die Zeit ja, weiter bewegt und man sich selber auch in der Zeit einfach mitentwickeln kann. Und ist schon schön, wenn man das sieht.